Spanien, ein Land jahrhundertealter Kultur, überreich an kostbaren Baudenkmälern und unersetzlichen Kunstschätzen. Dieses Land sollte ein Stützpunkt des Bolschewismus im Westen Europas werden. Im Sommer 1936 beginnt eine Welle grausamen Terrors und sinnloser Zerstörung. Der barbarische Hass kennt keine Grenzen. Die Bevölkerung flüchtet in versteckte Berghöhlen. General Franco ruft die gesunden Kräfte zur Abwehr des Bolschewismus, zur Rettung des Vaterlandes auf. Das nationalsozialistische Deutschland unterstützt ihn beim Kampf gegen den übermächtigen Feind und seine internationalen Helfer. Auf dem schnellsten Wege werden Kriegsmaterialien und die ersten deutschen Freiwilligen, der Grundstock der späteren Legion Condor, in Sonderflugzeugen nach Spanien überführt. Deutsche Sturzkampfflugzeuge auf dem Überführungsflug.